Es ist gerade noch ein bisschen blaustichig, aber guten Morgen aus dem Flugzeug mit der Kim. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach London und ich freue mich schon sehr. Ja, ihr hattet ja auch gefragt gehabt, weil ich mit Kimi fliege und es ist heute. Und ich bin heute ein kleiner Junge, weil heute ich einen Bad Hair Day habe und mir gedacht habe, Cappy ist gar nicht mal so schlecht. So, wir können leider jetzt gerade noch nicht rausfilmen. Ich hoffe, das geht gleich. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen angekommen in England, London, Stansted, Stinkstedt. Und sind jetzt gerade bei Costa, weil Kim hat Hunger, ich brauche einen Kaffee und ich habe heute Morgen wieder so einen Joghurt reingedroschen, also wirklich so richtig voll schnell. Und was ich hier nicht empfehlen kann, sind die Cookies. So, und ja, hier sind aber so Brote und da gucken wir jetzt einfach mal nach, ob wir irgendwas Leckeres finden. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einen Kaffee und nachher gibt es Ben's Cookies. So, ich habe jetzt meinen Kaffee. Die Kim sitzt da, weil wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt versuchen, noch wenigstens vielleicht eine Dreiviertelstunde zu schlafen. Kommt gut, ne? Kaffee trinken und dann schlafen wollen. Aber, naja. So, und Kimi mampft gerade so ein Eibrot, hat aber gerade gesagt, dass das irgendwie nicht so schmeckt. Und dann habe ich zu ihr jetzt gerade gesagt, dann gehen wir jetzt gleich direkt zu Ben's Cookies. Und dann gibt es leckere Guis. Und das Wetter ist so lala. Nicht so schön, aber das ist egal. Wir haben beide Kapuze, beide Mütze, beide Schal an. Ich habe einen Regenschirm mit. Ja? Mhm. Perfekt, gut. Und ich habe auch noch hier so eine Kapuze mit. Und ja, also, ne, wir sind heute einfach so da. Wir wollen noch mal ein bisschen London uns angucken. Das letzte Mal haben wir das vor 2,5 oder 3 Jahren, glaube ich, gemacht. Ne? Da war ich noch nicht mal mit Tobi, glaube ich, zusammen. Das ist noch viel länger. Ja? Krass. Ja. Und ja, deswegen. Und dieses Mal konnten wir auch von Köln statt von Frankfurt Hahn aus starten. Umso besser. Und jetzt wird einfach nur noch Kaffee getrunken und dann geschlafen. Was eine Kombi. Als ich mit dem Paul zusammen war, da war das schon länger her, dass wir hier waren. Ja? Ich war da noch nicht mit ihm zusammen und das ist schon fast 4 Jahre her. Boah, oha, voll heftig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht 2,5, 3 Jahre höchstens her. Nee, ich glaube, es ist so 5 Jahre her. Als ob. Mhm. Das ist so krass, ey. Wir haben dieses Jahr Jubiläum. Dieses Jahr feiern wir 10-Jähriges. Mhm. Welcome to London City. So, wir sind jetzt gerade im Bus angekommen. Wir sind jetzt ungefähr 1 Stunde und 10 Minuten oder so gefahren. Und es ist mittlerweile, ich weiß, meine Uhr ist verstellt, noch 9:30 oder so. Jetzt sind wir in der Underground, werden uns ein Ticket ziehen und dann werden wir zur Bond Street fahren. Da ist es, Ben's Cookies, und heute wird Kimi das erste Mal das probieren. Der ist direkt am großen Boot gegenüber von Disney. Und die Kimi wird es lieben, das weiß ich. Ich kenne dich da so gut. So, ich nehme jetzt live auf die Reaktion auf die Cookies. Ich hoffe, sie ist gut. Warte, ich esse es noch nicht. Ich muss es erst sagen. Die wind auch einfach. Soll ich mal irgendwie aufhalten? Ja. So. Also, ich habe mir jetzt 2 Cookies geholt. Den Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Irgendwas einmal mit Double Milk und das Triple, glaube ich, oder? Double? Double and Triple, was weiß ich. Auf jeden Fall Schokoladenüberfluss und... Ich glaube, ich probiere erst den hellen, weil die Maren gesagt hat, das ist der geil. Der ist der geilste. Ja? Ja. Oh, geil. Lass mich in Ruhe. Nein, es ist. Du musst mit Schokolade. Ist der mit? Mm. Ist der gut? Richtig nice. Also die Schokolade ist halt echt geil, weil die so... Voll glätschig. Ja, das ist so... Der Teig, der ist einfach über vorne. Ich habe jetzt gerade mal irgendwie... Was denn? Ja? Okay. So, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich das irgendwie einstellen kann, weil ein paar geschrieben haben, es piepst manchmal. Ich habe jetzt mal eine andere Einstellung gemacht. Vielleicht ist das jetzt besser. So, wir sind jetzt gerade im Victoria's Secret und wir gehen jetzt mal hoch. Und das sieht schon alleine hier so voll geil aus. Alles voller Spiegel. So hübsch. Unten haben sie Sportwear.
glaube ich. Wir haben die Originalkostüme hier. Buh! Wir machen jetzt hier Fotobooth. Boah. Und werden jetzt hier uns ja, ein schönes Foto machen. So, jetzt geht's King's Cross. Fahren jetzt erstmal mit der Central Line zu Victoria, beziehungsweise zu Oxford Circus. Und dann geht es, warte, komm hier hin. Und dann geht es mit der Victoria King's Cross. Kimber und ich, wir spielen die ganze Zeit Ringe, Ringe, Hose, Butter in der Dose. Haben wir gerade eben im Zug da so weil gespielt. Weil wir die Stange nicht anfassen wollten. Immer sind so. Wir so, wir so Ringe, Ringe, Rose. So, und jetzt sind wir King's Cross. Und da ich ja letztes Mal in diesem Leon war, wollte ich das für Kimmy mal zeigen, weil sie ist ja auch Vegetarierin und es ist da sehr lecker und deswegen dachte ich mir, das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal, was die da für eine Stange stehen haben. Ja, und das ist es. Aber willst du zuerst was essen oder zuerst Harry Potter? Ist mir egal, du hast Hunger, also gehen wir zuerst was essen. Nö, wir können auch zuerst für Harry Potter gehen. No, dann sind wir voll schön befriedigt und gehen zu Harry Potter und denken, yeah, ich will das machen. Okay, dann gehen wir halt. Befriedigt zu Harry Potter. Ja, ich mag meins öffnen. Einmal öffnen. So, wir haben uns jetzt hier was geholt bei Leon. Einmal ein Caesar Salad mit Chicken. Und du hast das jetzt was? Original Superfood. Okay, genau. Und dann habe ich mir hier diesen Shake, den ich ja letztes Mal auch so lecker fand, geholt. Und ja, das werden wir jetzt essen. Die Kimi, die wird jetzt auch mal filmen. Und dann schauen wir mal, was noch so abgeht. As you can see, die Pim, wie sie filmt, mit dem London Eye. Und da hinten ist Big Ben. Hier ist der Big Ben. Ja. Und wir haben jetzt gerade ein paar Fotos gemacht. Und es ist hier ziemlich laut, deswegen glaube ich, kann ich gar nicht so richtig filmen. Aber ja, es ist super kalt. Wir müssen jetzt gleich auch schon wieder los. Also spätestens in einer Dreiviertelstunde müssen wir den Zug nehmen. Weil dieses Mal haben wir gesagt, wollen wir nicht den Bus zurücknehmen, sondern den Zug. Wuhu, yes! Party angesagt! So, und jetzt werden wir ihm was geben. Ich I'm so happy, you're so happy, yeah. Hotel. Ja. Am Flughafen angekommen, pünktlich, alles easy. Wir warten jetzt noch, bis alles öffnet. Sitzen jetzt auch schon an unserem Gate und haben uns gerade noch bei Leon einmal nochmal habe ich mir einen Caesar Salad geholt, weil ich noch Hunger habe. Und hier hat sich so Quinoa, so eine Quinoa-Salat. Ja, so, ja, genau, so ein Quinoa-Salat, der super frisch schmeckt. Ja, und ich werde jetzt hier nochmal meinen Caesar essen, weil wir kommen um 21 Uhr wegen der Zeitverschiebung an und dann habe ich keinen Bock mehr noch was zu machen oder sonstiges. Wir sind angekommen in Köln und jetzt stehen von meiner Pim und mir der Tobias, ne Paul da? So, where are our boyfriends? Da! So. Pim! Da sind die Buben! Da sind die Buben! Und guck mal, der Tobias! Oh mein Na, Gott, wie gut du aussiehst. Dankeschön. So Leute, ich koche jetzt gerade noch. Wir müssen gleich noch den Spül zusammen machen. Und dann werde ich auch schon mal anfangen, so ein bisschen die ganzen Sachen rauszusuchen, die eventuell schlecht werden könnten in der Zeit, wo wir weg sind. Und die werde ich dann meiner Mama morgen mitgeben.
Und ja, zum Beispiel haben wir jetzt hier noch Hühnchen und das muss bis zum 6.3. gemacht werden. Wir kommen am 7.3. abends nach Hause. Da werde ich dann auch nicht mehr kochen, dann 8. Also deswegen wäre das echt schade. Oder wir haben hier noch Brot und so ein Kram. Und das gebe ich dann einfach meinen Eltern mit, damit das Ganze nicht schlecht wird. Ja, und jetzt gerade koche ich noch für den Tobi Bolognese. Ja, und werde dann, so viel zum Thema, doch nicht kochen heute, werde dann auch noch ein bisschen was da mitessen, aber auch nicht allzu viel, weil wir haben jetzt schon mittlerweile 12 Uhr. Und ich kann dann wieder so mega schlecht pennen. Und ja, dann würde ich sagen, koche ich jetzt erstmal. Oh Gott, Leute, wir sind gerade wieder total eingeschlafen. Ja, ich werde jetzt weiter schlafen. Ich wollte mich nur noch mal kurz verabschieden. Ich muss jetzt auch wieder gleich in 3 Stunden aufstehen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, ciao.